So, und das müssen wir hier. Der Schnee ist jetzt eigentlich ziemlich gut. Jetzt können wir direkt schauen, wie viel wir hier setzen müssen. Ich mache jetzt erstmal drei Stück hier rein in die Ecken und dann gucken wir, inwieweit wir ergänzen müssen. Ah, kein Strom. Das ist ja bitter. Okay, Sekunde. Wege. Und zwar eine Baumrinde. Dun, 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 dun. So, einmal ditte. Die Bank ganz dezent verschoben. Dankeschön. Das war dumm. Sekunde. What the fuck? Really? Nein. So, lasse er mich bitte. Danke. So, oder? Ja, okay. Ist okay. So, jetzt brauchen wir Strom. Wir brauchen 100 Pro an beiden Ecken Strom. Einrichtungen Strom. Nehmen wir Solar. Wobei da schon fast gar nichts mehr taugt, ne? Bei so großen Gehegen. Naja. Keine Gruppe. Also ich muss auf jeden Fall hier einmal um das Gehege drum die Solarpanel setzen. Was auch ein bisschen blöd ist. Naja. So. Oh Gott, wo sind unsere? Ich glaube, die mögen das auch nicht. Es hat, glaube ich, noch gar nicht geschneit, seitdem die hier sind, ne? Nein, hier hin. Heizkörper. Machen wir direkt. Noch einen Wasser. Und den da. Wir brauchen zwei. Das bringt so nichts. Okay. Na komm. Einmal kopieren. Kommt da auch noch einer hin? Ups. So, dann müsste es hier gleich wieder wärmer werden.
So ist doch viel besser. Die haben auch nicht so viel. So, jetzt sehen wir aber hier. Das ist schon... schon Max, ne? Das auch das, naja, okay. Oder muss ich das eher ein bisschen nach hier verschieben? Und dann eine Kopie nach hier verschieben? Du könntest theoretisch... Ach, das war jetzt eine Kopie, aber... Dich verschieben mal ein bisschen nach da. Ja, irgendwie so. Okay. Die Geparden haben die Quarantäne überstanden. Dann fangen wir mit denen jetzt mal kurz an. Ihr zwei bewegt euch in euer Gepardengehege. So. Warum kommt kein Tierpfleger? Tierpfleger zum Vivarium rufen. Warum geht das nicht? Hä? Sensoreingang. Ach Quatsch. Wahrscheinlich ganz unten, ne? Nee, nicht ganz unten. Zoo-Eingang. Warum haben wir keinen Pfleger für den Zoo-Eingang? Habe ich irgendwas verpasst? Oder sind die noch in der Nachschule? Nee, eigentlich sind die ja weiterhin dabei, ne? Mhm. Zu Eingang Info. Aber ist der da mit drin? Zwei Gebäude, zwei Mitarbeiterräume. Nee, nur die beiden. Dann hat das mit dem Mitarbeiter keinen Sinn gemacht. Warte mal. Kröti, hier wahrscheinlich, ne? Ja, hier sind die drin. Okay, das heißt, der neue Pfleger kommt zu Kröti. Her. Dann habt ihr ja scheinbar nicht genug. Da, Kröti. Jackson ist hungrig und ich kann kein Tier pflegen. Das sind doch zu viele Tiere. Ja, wir haben wieder zu viele, ne? Ach, Kiddies. So, Schlange, Schlange.
Moment. Kriegen wir hin. So, die haben wir rausgenommen. Oh, ein Weibchen und ganz viele Männchen. Wobei, das wäre ja auch okay. Beziehungsweise ist das nicht okay. Weil das ja Inzucht sein. Ach, da ist noch eine andere. Gut, die lassen wir auch erstmal so. Und dann machen wir die zwei Jungen noch weg. So, da sehe ich auch nicht das Problem, gegebenenfalls neue Tiere reinzusetzen. Nee. Oh Gott. So. Eigentlich wollten wir aber... Oh, hier ist auch wieder viel zu viel. Wir lassen mal... Der kommt raus. 2,5. Die kommen alle raus. So, ihn lassen wir auch noch drin. Ihr zwei fliegt raus. Das heißt, wir haben dann noch 4 Tiere da drin. Das finde ich in Ordnung. Und dann kümmern wir uns auch mal um die Schlangen. Alter. Da sind die Schlangen. Ja, dann fliegen die zwei Kinder raus, ne? Schnell gelöst. Dann, nein, wir wollen hier hin. Fix alles verkaufen. Dankeschön. So, Löwe ist verstorben. Und Quarantäne. Ansonsten ist alles tutti. Na, immerhin. Gut, dann komm jetzt. Hä? Nee, Quarantäne. Oh, habe ich die alle in die Tierarztpraxis gepackt und nicht in die Quarantänestation? Wo sind denn meine Giraffen jetzt? Ach, okay. Meine Giraffen vor allen Dingen. Meine Zebras. So, rein mit euch. Ich habe das sehr behindert gebaut, fällt mir gerade auf. Scheiße, ich glaube, wir können das wieder abreißen, weil ich brauche ja Platz für das Giraffenhaus. Das kann ich ja nicht mitten im Weg stellen. Nee, müssen wir wieder abreißen. Schade. Dann, ach warte, wir könnten es aber anders machen. Zumindest hier. Hier könnten wir tatsächlich, wir machen mal weiter. So. Boah, jetzt geht's wieder los. Oh, das klappt ja erschreckend gut. So, dann haben sie hier so eine kleine Guck-Plattform. Finde ich, glaube ich, okay. So, dann warten wir jetzt mal auf die Zebras. Nialas Kebbel. Jetzt habe ich extra euer Gehege größer gemacht. Jetzt kebbelt er euch schon wieder. Wir haben 5 Männchen. Nee, die haben wir aussortiert. Da ist jetzt wahrscheinlich wieder ein Männchen dabei. Was Stress macht. Niala, 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 Niala. Hier. Ja, wir haben sogar 2 Männchen, die Stress machen. Wir haben... Nee, die sind schon im Handelszentrum. Du machst Stress, oder? Ja. Tschüss. So. War zu lange in der Transportbox. Warum bist du da drin? Warum bist du da drin? Hä?
Warum wart ihr da drin? Warum bist du... Direkt in die Quarantäne mit dir. Okay, die wird schon angefangen. So, unsere Zebras sind im Zoo. Oh. Bist du die Kleine? Nee, die Kleine kommt noch. Irgendwann. Okay, dann fahren wir schon mal an. Hier, alles bei... Oh, definitiv... Ach, da ist noch... Mhm. Definitiv alles in Ordnung. Außer das hohe Gras. Da wollen die kurzes Gras, okay? Ich bin mal gespannt, was die Giraffen gleich wollen. Das ist jetzt soweit okay. Bepflanzung sind die... Okay. Gut, bevor wir da was reinsetzen. Unterstand ist okay. Wollen die hier drunter oder wie? Ja gut, das könnte für die ein Unterstand sein, aber... Ist sie... Oh Gott, das ist sie wahrscheinlich, ne? Die ist ja wirklich mini. Ja, das ist sie. Oh, wie süß. Die ist echt mini. So, wir werden hier auf jeden Fall das Giraffenhaus reinsetzen. Warte mal. Gehege. Ja, also... Oh. Mhm. Wie ich schon sagte, ne? Brauchen wir das so riesig? Was ist mit dir? Du bist auch nicht viel kleiner, ne? Ah, das könnten wir aber nehmen. Das dürfte auch ausreichen. Wo ist denn hier der Eingang? Da ist der Eingang. So. Passt das so? Das passt sehr gut so. Genau. So, und jetzt machen wir hier. Extra. Ich sehe auch echt viel gerade. 1, 2, 3, 4 und dann nochmal. Was braucht denn so ein Zebra? Oh, ich sehe nichts. Ne, wir nehmen da auch was Großes, ne, für euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann brauchen wir für die Giraffen, das könnten wir hier hinstellen. Eine Reibesäule, einen illustren Sprinkler und eine Wasserleitung, dass wir immer alles im Dunkeln bauen müssen. So, setzen wir den schon mal hin. Dann ist für die Giraffe soweit alles in Ordnung. Zebra hat natürlich zig andere Dinge noch. Ein großer Futtertrog. Den können wir eigentlich hier hinstellen. Oder da so. Dann noch so einen kleinen Futterspender. Futterball. Haben die nicht noch irgendwie Spielzeug? Hier, ein Pflanzentrench. Und den finden sie doch bestimmt auch ganz toll. Setzen wir den noch hier hin. So, und jetzt... Oh, guck mal, alles perfekt. Bepflanzung könnte noch Natur. Und zwar Afrika-Gras. Gras in Afrika. Oh, die ist schön. Da setzen wir eine hin. Und da setzen wir welche von hin.
Und Schirmakazien. Ja, die kenne ich auch. Warte. So, ich glaube schon fast, das reicht.